So, da bin ich wieder. Ich habe den Dell Vostro 320 jetzt mal im Wohnzimmer aufgebaut. Auch in der Hoffnung, dass das Bild ein bisschen schärfer ist. Im letzten Video war es nicht ganz so gut. Was ich im Unboxing vergessen habe zu erwähnen, ist, dass der Rechner natürlich einen Ein- und Ausschalter hat. Den kleinen Anschluss, den ich nicht direkt erkannt habe, ist natürlich ein IEEE 1394 Anschluss. Und auf der linken Seite gibt es noch einen Kensington Lock, um den Rechner halt abzuschließen. Und das Laufwerk, das erwähnte, ist ein DVD-RW-Laufwerk, also man kann auch damit brennen. Klar ist da auch eine Brennsoftware dabei, der Roxio. Ich schalte ihn einfach mal ein, damit könnte er live dabei sein. Von der anderen Seite hier sieht man leuchtende LEDs, einmal für Power und auch für eine Festplattenaktivität. Okay, da muss ich direkt einen Vertrag bestätigen mit irgendeiner Taste. Kann man ja nichts falsch machen. Und das ist dann der Windows XP Erststart, den ich jetzt durchführe. Ja, so sieht es dann aus, wenn der Rechner durchgestartet ist. Ganz schön sauber, ganz schön ordentlich, finde ich. Ganz gut. Das Einzige, was aufpoppt, ist McAfee. Aber das auch nicht wirklich. Ist offensichtlich in der 30-Tage-Testversion momentan einfach aktiv. Ist auch ganz okay so. Bei den Programmen findet man den Roxygyro CD Creator zum Beispiel, also das Brennprogramm, Microsoft Works, das McAfee, eine Dell Wireless spezielle Software, die gucke ich gleich nochmal an. Dann das Dell Webcam Central, das ist halt eine Software, mit der man wie bei Skype entsprechende Gespräche übers Internet führen kann. Ja, und das war es soweit mit Boolcware sozusagen. Hier gibt es noch einen Office PowerPoint Viewer. Alles nicht unsinnig, was hier drauf ist. Da gibt es dann nochmal einen speziellen Assistent für WLAN von Dell, wo ich mich dann gleich mal verbinde. Okay, das hat erwartungsgemäß funktioniert. Ich bin mit meinem Router verbunden, kann hier das Internet aufrufen und rumsurfen. Ja, das habe ich dann auch andere Inhalte an. Und so weiter und so fort. Ich mache dann mal ein Windows-Update und zeige eventuell nochmal, wie es im BIOS aussieht. Und danach gibt es ein paar Benchmarks etc., Spiele, Videos und so weiter. Danke erstmal, tschüss, der Matthias vom Serverblog.